bevor wir in die Predigt starten, möchte ich gerne für den Karl noch beten. Genau. Jesus, bitte ich einfach, komm mit deinem Heiligen Geist und schenk, dass ja, du durch den Karl durchsprichst, dass deine Botschaft in unser Herzen eindringt und dass du ihn wirklich, ja, deine Worte in seinem Mund legst, Herr. Dafür bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Hab Dank für die tolle Gemeinde, Herr. Amen. Ja, wer von euch hat heute Morgen in den Spiegel geschaut? Gott sei Dank. Aber man sieht es auch von hier vorne, ihr seht alle sehr gut aus. Bin sehr dankbar, dass ihr in den Spiegel geschaut habt. Ich habe mir auch Mühe gegeben, ich weiß nicht, ob man sieht. Ich finde, beim Sebastian sieht man es heute viel mehr. Also du hast ja die Haare so schön hochgegelt. Super, super. Genau. Also wir achten schon ein bisschen drauf, dass wir gut aussehen. Oder wir versuchen es zumindest. Und manchmal helfen wir auch so ein bisschen nach, ne? Also ein bisschen Haargel, die Frauen vielleicht ein bisschen Lippenstift, vielleicht auch ein bisschen was anderes, das muss schon sein. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wie ihr es mögt. Und wir wollen halt auch in den Spiegel schauen, aber nicht in irgendeinen Spiegel. Ich habe hier vorne einfach mal einen Spiegel hergestellt. Wir wollen heute gemeinsam uns anschauen, wann ist eine Kirche schön, wann ist Gemeinde schön. Dieser Begriff ist ja austauschbar, ob Kirche oder Gemeinde, es ist dasselbe gemeint. Aber wann ist Kirche, wann ist Gemeinde schön? Und wir wollen uns gemeinsam aufmachen, in den Spiegel schauen, die Kirche im Spiegel betrachten. Und wie soll Kirche aussehen? Und die Bibel und Jesus gebrauchen ein Bild für Kirche. Und dieses Bild ist ein außergewöhnlich schönes Bild, nämlich das Bild einer Braut. Ich weiß nicht, wer von euch alles verheiratet ist, bestimmt ganz viele. Und ich weiß nicht, ihr Männer, ob ihr euch noch an den Moment erinnern könnt, als die Braut zur Kirche reinkam. Ich habe mal ein Bild von meiner wunderschönen Braut mitgebracht. Das war für mich, also da putzt sich ja die Frau raus bis zum geht nicht mehr. Das so, also ich glaube, der Moment, wo eine Frau am schönsten sein will in ihrem Leben. Und meine Frau, die wird immer noch schöner, aber dort war sie auch am schönsten. Genau. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ja, war gut, ne? Genau. Und genau so stellt sich Jesus Gemeinde vor. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, denke ich, also irgendwie Anspruch von Jesus und Realität hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Also so schön wie eine Braut empfinde ich die Gemeinde oft nicht, ne? Da kommt man irgendwie sonntags hin oder vielleicht unter der Woche und manchmal geht man vielleicht auch gar nicht so gern hin. Vielleicht geht man auch nur hin, weil sonst alle denken, ja, wo ist der denn, wo bleibt die denn? Hat die irgendwas Besseres zu tun? Und oft ist es so, dass wir gar nicht wissen, hey, was soll denn überhaupt schön sein? Und ich habe als erstes einen Text mitgebracht aus Epheser 5, Vers 27. Dort beschreibt Paulus, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Er selber, Jesus, möchte uns so schön machen. So schön wie eine Braut, ohne Flecken und Runzeln. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also so ein paar Flecken und Runzeln sind da doch schon noch da, ne? Ich hab mal hier ein paar Flecken mitgebracht, die vielleicht in unserer Gemeinde da sein können. Das ist der Klassiker passiert, mir ist das Klebeband hier, hat sich reingezogen. Kennt ihr das von zu Hause? Wenn man irgendwas machen will und das Klebeband hängt hier fest. Ich hab's gleich. Was können so Ängste sein? Oder was können so Runzeln sein? Eine habe ich jetzt schon verraten, das kann Angst sein. Ne? Also Angst kann in der Gemeinde irgendwie so eine Runzel sein. Angst, irgendwie gut genug zu sein. Angst, irgendwie Bedeutung in der Gemeinde zu haben, genug Ansehen in der Gemeinde zu haben. Ich danke dir, Daniel. Ich halte es einfach mal hier vorn hoch. Angst, das kann so eine Runzel sein. Ich stecke sie erstmal hier so seitlich rein. Genau, Streit kann so eine Runze sein, ne? Da ist irgendein Konflikt da, aus welchem Grund auch immer, ne? Ist irgendwo hochgebrochen, man hat sich irgendwie in die Haare gekriegt, vielleicht gab es eine Meinungsverschiedenheit wegen irgendwas. Das kann auch so ein Fleck sein, der sich irgendwie so breit macht. Vielleicht ist auch Neid, vielleicht spielt auch Neid eine Rolle, vielleicht ist das irgendwie so ein Flecken, der sich in unserer Gemeinde ab und zu abzeichnet, wenn du denkst, hey, der andere, der kann das viel besser als ich.
Oder warum muss er schon wieder ein neues Auto haben? Warum verdient er viel besser als ich? Das sind so, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen kommen da auch oft Neid auf. Und das kann genauso schädlich sein und unser Bild von Gemeinde irgendwie zerstören oder zumindest so ein bisschen stören. Genau. Eitelkeit ist noch so ein weiteres Ding. Vielen, vielen Dank. Genau. Eitelkeit ist noch so ein Ding, wo wir sagen, hey, ich will der Schönste sein. Ne? Ich will irgendwie cool sein. Ich will irgendwie immer sichtbar sein. Vielleicht denken das auch manche von mir, dass ich eitel bin, weil ich gerne hier vorne stehe. Aber das können alles so Sachen sein. Und Missverständnisse. Vielleicht sind es auch einfach nur Missverständnisse, die aufkommen und wo wir sagen, hey, das verstehe ich nicht, warum die das jetzt überhaupt machen. Warum müssen sie so komische Lieder singen? Da kommt irgendwie Konflikt drauf. Warum redet der Karl immer so komisch, wenn er hier vorne steht? Das sind alles Sachen, die dieses Bild, wenn wir Gemeinde im Spiegel betrachten, irgendwie stören. Ich hoffe, das kommt jetzt rüber. Also wenn wir uns jetzt als Gemeinde im Spiegel betrachten und die ganzen Sachen sind irgendwo in unserem Bild drin, dann kann ich mich gar nicht mehr so richtig erkennen oder es sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr das vielleicht auch aus unserer Gemeinde kennt. Also mir fallen da schon ein, zwei Situationen ein, wo ich merke, hey, Gemeinde ist doch nicht so schön, wie ich sie gern hätte oder wie sie Jesus das beschreibt, so als Braut, die wunderschön reinkommt. Manchen Sonntag kommt man ja rein und denkt, 2 Stunden bin ich wieder raus, Gott sei Dank. Und dann Sonntag genießen, raus in die Sonne legen oder was auch immer. Zeit mit den Freunden verbringen. Weil irgendwie so Sachen da sind, die dieses Bild stören. Und wir versuchen dann vielleicht ganz auf menschliche Art und Weise so Sachen, das irgendwie zu übertünchen. Ne? Vielleicht halten wir gute Predigten und meinen, hey, wenn wir gute Predigten halten, dann wird es irgendwie besser. Ne? Dann sieht man diese Missverständnisse und Eitelkeiten gar nicht mehr so sehr. Vielleicht wird unsere Gemeinde dann attraktiver. Vielleicht schaffen wir eine gute Atmosphäre. Ne? Wir haben seit kurzem ein Willkommensteam, dass wir uns wohlfühlen. Das ist nicht negativ gemeint, keine Kritik. Ne? Aber manchmal nutzt man das irgendwie, um so das so ein bisschen zu kaschieren, dieses Bild. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Vielleicht ist es auch manche Tradition, die wir gut finden, die wir hier davor hängen und sagen, hey, das ist voll gut. Wir haben erste Stunde, also unser Bild ist gar nicht so schlecht. Wir haben tolle Musik, ne? Die deckt hier vielleicht den Streit so ein bisschen zu. Wir machen ganz viele Aktionen. Das verschönert das Bild hier oben noch ein bisschen. Und so langsam sieht man das alles gar nicht mehr. Und das ist doch ganz gut so. Ne? Man kann sich wohlfühlen, weil man irgendwie merkt, hey, hier draußen gibt es Kaffee. Und so gute Taten, das gehört auch noch dazu. Wir sind sozial engagiert, wir bringen uns ein. Und schon, ne, ist das Bild irgendwie schön und es sieht alles ganz gut aus. Aber eben, Jesus sagt, die Realität sieht anders aus. Und ich möchte mit euch einfach mal in eine Stadt gehen, und zwar nach Ephesus. Und wir lesen nicht auf dem Epheserbrief, sondern wir wollen heute mal in die Offenbarung einsteigen. Heute wird es endzeitlich, nee, keine Angst. Wir lesen einen sehr praktischen Teil aus der Offenbarung. Aber ich möchte euch mit nach Ephesus nehmen. Und diese Stadt Ephesus, das ist so wie das Lengenfeld im Vogtland. Ne? Ephesus, das war so das Zentrum damals in Kleinasien gewesen, also vergleichbar mit Lengenfeld. Die hatten 300.000 Einwohner, das war so wirklich wie New York in der heutigen Türkei gelegen. Also wirklich ein Zentrum. Ne? Wir lesen davon auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 19 zum Beispiel, dass da ganz viel los war. Es gibt Berichte in der Bibel, dass da ganz viel passiert ist, auch durch die Gemeinde, die in Ephesus war. Also das muss eine Gemeinde gewesen sein, die echt Auswirkungen hat, die was verändert hat. Da gab es sogar einen Aufstand von den Goldschmieden, weil die auf einmal nicht mehr so viel Geld gemacht haben. Da sind Heilungen passiert. Paulus hat dort gewirkt, Timotheus hat dort gewirkt, Johannes hat dort lange gewohnt. Also es war so das Zentrum der urchristlichen Mission. Und nach zu diesem Ephesus wollen wir gehen, weil wir wollen schauen, hey, passt das so mit dem Spiegel oder müssen wir vielleicht einen anderen Spiegel benutzen? Will Gott vielleicht, dass wir sein Wort als Spiegel benutzen und schauen, hey, was steht denn da drin? Ne? Müssen wir vielleicht die Bibel aufklappen und gucken, hey,
passt das so mit unserer Gemeinde oder ist da irgendwas verkehrt? Und ich finde es so spannend, Jesus selbst hält dort 7 Gemeinden quasi den Spiegel vor und sagt, hey, guck mal an, so sieht er aus. Und wir wollen uns das für Ephesus anschauen. Ephesus in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Und dort sagt Jesus zu Johannes, der das aufschreiben soll, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Jesus ist das, der spricht, der diese Sterne in seiner rechten Hand hält, der zwischen den Leuchtern umhergeht und der irgendwie an diesen Engel das schreiben lässt. Und das ist schon wieder voll in der Offenbarung drin. Wir denken, ich verstehe nur Bahnhof. Engel, Leuchter, Sterne, was hat das denn zu bedeuten jetzt? Ich möchte es kurz machen. Jesus sagt, hey, ich schreibe an den Engel der Gemeinde. Der Engel heißt Angelos auf Griechisch, das kann auch Bote heißen. Und man geht davon aus, dass Boten von den Gemeinden zu diesem Johannes gegangen sind, weil die den gut kannten und weil die den unterstützen wollten. Und deswegen ist das wahrscheinlich das Wort Bote, was hier gebraucht wird. Es kann auch das Wort für Gemeindeleitung stehen. Also es ist jetzt hier wahrscheinlich keine überirdische Dimension gemeint. Ich will das überhaupt nicht ausschließen, dass es Engel gibt und wahrscheinlich hatten auch die oder haben hoffentlich auch wir als Gemeinden Engel. Also nicht, dass jemand denkt, hey, ich glaube das nicht. Aber hier in der Situation macht es einfach keinen Sinn, dass Johannes das irgendwie für einen Engel aufschreiben soll, weil das hätte ja Jesus ihm direkt sagen können. Also es geht um einen Boten der Gemeinde und der geht nach Ephesus und der soll diesen Brief mitnehmen. Und wer ist jetzt der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält? Das ist Jesus, das haben wir geklärt. Aber woher kommt dieses Bild von den 7 Sternen? Die 7 Sterne, das sind diese Verantwortlichen, sage ich mal, der Gemeinde in Ephesus. Die hält Jesus in der Hand, also er beschützt sie, er hat sie ganz nah bei sich. Aber warum dieses komische Bild? Ich habe euch mal eine Münze mitgebracht. Es gab damals einen Kaiser, der hieß Domitian und er hat zu dieser Zeit gelebt. Und er hat diese Münze noch zu seinen Lebzeiten prägen lassen. Und vielleicht erkennt ihr das. Vorne ist sein Konterfei drauf. Ne? Also da sieht man ihn so, wie so einen amerikanischen Präsidenten auf dem Geldschein so ein bisschen. Und auf der Rückseite ist er dargestellt, wie er auf der Weltkugel sitzt und 7 Sterne über ihn. Also so als Herr des Alls, ne? Der alles in seiner Hand hält. Und ich finde das so ein bisschen fast ironisch von Jesus, der sagt, hey, ich habe die nicht nur irgendwie über mir rumfliegen, sondern ich halte die in meiner rechten Hand. Und genauso halte ich die Gemeinden in meiner Hand. Ich achte auf meine Gemeinden. Ihr seid nicht allein. Und nicht nur das, sondern er schreibt hier weiter, dass er zwischen diesen goldenen Leuchtern umhergeht. Und diese Leuchter stehen auch für die Gemeinden, ne, die in die Welt rausleuchten sollen. Die das Licht von Jesus in die Welt, in die Dunkelheit bringen sollen. Und das sagt, hey, Jesus ist in den Gemeinden unterwegs. Vielleicht merken wir gerade gar nicht, dass Jesus da ist, aber er ist hier und er beobachtet uns. Er beobachtet dich auch unter der Woche, wie du da Gemeinde lebst. Gemeinde findet ja nicht nur heute hier am Sonntag statt, sondern immer, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammenkommen, vielleicht in kleinen Gruppen. Du nimmst Gemeinde an deinen Arbeitsplatz letztendlich mit, weil du Teil von Gemeinde bist. Und Jesus ist da immer dabei, er bekommt alles mit und deswegen kann er der Gemeinde auch so gut den Spiegel vorhalten. Vers 2. Ich weiß, wie du lebst. Also Jesus weiß Bescheid. Ne, dem kann man nichts vormachen. Wir können ja nicht die Tür zusperren und sagen, Jesus bleibt draußen oder heute kommst du mal nicht auf Arbeit, ich habe heute nicht so den Tag. Jesus weiß Bescheid, wie du lebst, wie wir leben. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Brief ist ja nicht nur in Briefform geschrieben und ist dann irgendwie kopiert worden und in der Gemeinde verteilt worden, sondern der Gemeindeleiter wahrscheinlich oder der Bote hat sich vorhin hingestellt und ist vorgelesen. Und er fängt jetzt an, ich weiß, wie du lebst, ist schon mal ne, so kurzes Aufhorchen, was kommt jetzt von Jesus? Und dann kommt, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz. Puh. Gott sei Dank. Ja, und das haben wir auch. Ne? Wir setzen uns ja auch gern für das Reich Gottes ein und sind da voll dabei in Lengfeld immer und überall. Also das könnte vielleicht auch für uns stehen.
Und das ist doch erstmal ermutigend zu wissen, hey, das sieht Gott, da ist Jesus dabei und der kriegt das mit, das machen wir ja nicht umsonst. Und es geht weiter, ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft hast und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Die Stelle ist schon ein bisschen herausfordernder. Das ist in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so cool, ne? Irgendwie die Wahrheit ins Zentrum zu stellen und zu sagen, hey, wir glauben an dieses Evangelium, wir glauben, dass Jesus das getan hat. Und wer sagt, hey, das ist irgendwie nur eine Fabel oder das irgendwie verdreht und sagt, hey, du musst gar nicht so oder du sollst gar nicht so leben, wie das in der Bibel steht, das ist alles nur irgendwie bildlich gemeint und so weiter. Haben wir dann den Mut zu sagen, hey, das stimmt nicht. Du bist hier herzlich willkommen, aber mit den Aussagen nicht. Das hat bei uns in der Gemeinde nichts zu tun. Ich finde es krass, dass das Jesus hier so hervorhebt, weil wir das ja oft als lieblos empfinden oder als schlecht. Aber Jesus sagt hier, hey, das ist gut, wenn du niemanden akzeptierst, der irgendwie ein falscher Apostel ist. Oder der irgendwie auch zu konservativ ist, der sagt, hey, du musst ja den Himmel verdienen. Ne? Wenn du dies, jenes nicht tust, dann hast du keine Chance, dann kommst du nicht in den Himmel. Das wäre genauso falsch. Und solche Leute haben die in Ephesus nicht in der Gemeinde geduldet und das ist gut. Jesus hebt es hervor. Und er hebt noch was hervor. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das können wir weniger nachvollziehen, denke ich. Ephesus war auch eine Gemeinde, die unter Verfolgung gelitten hat. Wir müssen uns bewusst machen, der Johannes, der macht keinen Sommerurlaub auf Patmos, wo er das dort schreibt, sondern der ist verbannt worden, weil er an Jesus glaubt. Der ist ruhig gestellt worden. Es wird uns berichtet, nicht in der Bibel, aber in außerbiblischen Quellen, dass sie ihn versucht haben umzubringen, indem sie ihn in einen Kessel mit siedendem Öl gesteckt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das auf einen Menschen wirkt. Aber Johannes soll das überlebt haben, ohne dass ihm was passiert ist. Und deswegen haben sie ihn dann nach Patmos geschickt, weil sie gedacht haben, den können wir nicht umbringen. Der ist irgendwie unkaputtbar. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, ne? Aber für mich macht es irgendwie Sinn. Deswegen sitzt er dort auf der Insel. Alle seine 11 Freunde, ne, die 11 Jünger, sind alle umgebracht. Die Apostel, die sind alle tot, die sind alle umgebracht. Er ist der Letzte, der übrig ist. Und Ephesus kennt die Geschichte und erlebt es in Ephesus selber, dass da ganz viele Kräfte sind, die immer wieder auf sie einschlagen. Und was macht Ephesus? Die haben Ausdauer. Und die lassen sich nicht entmutigen. Und jetzt denken wir, Ausdauer und nicht entmutigen lassen, das ist irgendwie so ein passiver Begriff. Ne? Dass man sich irgendwie hinsetzt und das irgendwie aussitzen will, wenn Druck von außen kommt. Aber hier ist ein aktiver Begriff gemeint. Die Gemeinde in Ephesus, die hat gesagt, ja gerade jetzt wollen wir Jesus bekunden, gerade jetzt wollen wir ihn groß machen, gerade jetzt erzähle ich meinem Arbeitskollegen, obwohl ich genau weiß, der schwärzt mich wieder an, erzähle ich dem von Jesus. Und das ist eine vorbildliche Gemeinde. Ich wäre froh, wenn ich das so leben könnte, wenn ich das so leben würde und Jesus das so über meinem Leben aussprechen würde. Und man denkt, hey, das ist so Gemeinde 1+, also das ist so diese weiße Braut und man würde am liebsten sofort in diese Gemeinde nach Ephesus wechseln vielleicht, weil man denkt, oh, das ist alles super. Gleich den Überweisungsantrag einreichen bei unseren Ältesten. Aber es kommt ein fettes, großes Aber. Jesus sagt, das ist alles gut und das finde ich wirklich gut und das ist euch nicht mehr wegzunehmen. Aber ein Punkt, der stört mich bei euch. Der ist nicht okay, der ist nicht richtig. Und was steht da? Aber einen Vorwurf muss ich dir machen. Und dieser Vorwurf ist irgendwie ganz schön krass. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. So ein Satz ist krass in einer Beziehung, oder? Ich weiß nicht, wenn meine Frau zu mir sagen würde, hey, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Das würde mich schon treffen. Und ich glaube, das trifft die Gemeinde dort auch, weil sie wissen ja, hey, Jesus hat doch gerade alles aufgezählt, was gut läuft. Und das ist doch ein Zeichen für unsere Liebe. Wir setzen uns doch voll ein. Ich mache doch jeden Tag den Abwasch zu Hause. Ich räume doch immer auf. Und ich versuche mir auch immer Zeit zu nehmen. Ja, aber das ist nicht mehr diese Liebe am Anfang, diese sehnsüchtige Liebe. Diese Liebe, die dem anderen ja gar nicht mehr von der Seite weichen will. Und Jesus sagt, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war?
Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Und wie war es denn damals? Vielleicht stellst du dir selber die Frage, wenn du schon jahrelang Christ bist, hast du noch diese Leidenschaft, noch diese Intensität in deiner Liebe drin? Lodert die Flamme noch so sehr? Oder sagst du, hey, ich bin noch voll unterwegs mit Jesus, aber das ist jetzt so eine gesetzte Ehe. Das läuft so vor sich hin. Das ist, die Beziehung ist jetzt gefestigt. Ne? Das kann jetzt nicht mehr auseinanderbrechen. Ich mache nur noch, ich investiere dort auch, ich mache ganz viel. Aber erinnerst du dich noch, wie es am Anfang war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Wie weit bist du davon weggegangen? Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin jemand, der liebt Gemeinde. Und mir ist Gemeinde unheimlich wichtig. Ob man mir das immer anmerkt oder nicht. Und ich finde das ganz schön krass, weil Jesus sagt, hey, das ist wichtig in der Gemeinde, dass wir an dieser ersten Liebe dran sind. Das ist ihm so wichtig, dass er sagt, hey, kehr um, lass das nicht so, wie es ist. In anderen Übersetzungen steht dort, tu Buße, dieses alte Wort Buße. Das bedeutet nichts anderes als Umkehr machen. Und handle nicht mehr so wie am Anfang. Und handle wieder so, Entschuldigung, wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Also es hat eine Konsequenz, wenn man nicht umkehrt, wenn sich das nicht ändert. Und ich habe mich echt gefragt, hey, ist diese Liebe noch in dieser Intensität bei uns in der Gemeinde vorhanden? Ich will das niemandem absprechen, ne? Aber ich glaube, es lohnt sich immer wieder in den Spiegel zu schauen und zu gucken, hey, ist das noch so bei uns? Ist das auch bei mir persönlich noch so? Oder ist es so eine gesetzte Beziehung? Weil dann droht es, der Leuchter wird von seinem Platz gestoßen. Und was heißt das? Das heißt nicht, du wirst dein Heil verlieren und du kommst nicht in den Himmel oder was auch immer. Das heißt, hey, du wirkst nicht mehr in der Welt. Die Gemeinde kann, ich bin davon überzeugt, die kann noch so viel Aktivität machen, die kann noch so coole Atmosphäre haben, die kann noch so coole Musik haben. Das kann noch so traditionell sein, wenn dir das wichtig ist. Davon wird sich letztendlich kein Mensch ehrlich für Jesus entscheiden und für ihn begeistert sein. Ansteckend ist allein die Liebe, die Jesus für uns hatte. Und deswegen lesen wir auch bei diesem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, in einem seiner Briefe, Kapitel 4, Vers 9 im ersten. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und ich denke manchmal so, wenn wir in diesen Spiegel gucken, dann sollte hier irgendwo in erster Linie Jesus sein. Aber Jesus und diese Liebe von Jesus ist oft gar nicht mehr erkennbar, weil da so viel davor hängt. Weil da unsere ganze Schuld, unser ganzer Mist irgendwo davor rumbaumelt, den wir in der Gemeinde so machen, weil wir vielleicht ganz lieblos mit uns umgehen und weil wir das dann irgendwie versuchen zuzukleistern mit Sachen, die noch gar nicht dran sind. Ne? Diese Sachen, die hier vorn dran sind, das sind, wie gesagt, alles keine schlechten Sachen, aber das sind mehr so Sachen, die an den Rahmen gehören, ne? Die so einen Rahmen bilden können für das Bild, aber die nie das Bild an sich ergeben können. Und wie erkennt man letztendlich Liebe? Weil ich könnte jetzt, glaube ich, in jede Brüdergemeinde zumindest gehen oder in jede christliche Gemeinde, die es ernst meint, oder ist egal, in welche christliche Gemeinde, es wird mir keine Gemeinde irgendwie sagen, hey, Jesus spielt bei uns keine Rolle oder Jesus ist uns nicht wichtig oder Jesus soll bei uns nicht im Zentrum stehen. Und diese Liebe zu Jesus soll sich zeigen bei uns in der Gemeinde. Und natürlich sagen wir das auch in Lengenfeld. Aber wie zeigt sich denn die Liebe? Johannes verrät uns auch das, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Letztendlich zeigt sich die Liebe, die Jesus
zu mir hat und ob ich diese Liebe begriffen habe. Und nicht nur, dass ich diese Liebe hier, die Jesus für mich hat, begriffen hat, sondern ob ich die auch annehmen kann. Ob ich so lebe, hey, ich habe das verstanden und ich lebe jeden Tag in diesem Bewusstsein, hey, Gott liebt mich, hat alles für mich gegeben. Er hat alles für mich getan. Er ist an dieses Kreuz gegangen, hat sich dort rannageln lassen für meine Schuld. Und wenn du das glaubst, wenn du, dann wird sich das zeigen in deiner Liebe zum Umfeld. Und wenn du das nicht hast, zeigt sich das in deiner Nichtliebe zu deinem Umfeld. Dann hast du das für dich irgendwie noch nicht angenommen. Johannes geht noch weiter. Und er macht jetzt irgendwie, oder Jesus macht hier irgendwie einen Break und man denkt, hey, was bringt da jetzt die Nikolaiden? Er hat gerade so krass von der Liebe geredet und dass Liebe so wichtig ist. Und jetzt schreibt er hier, eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiden genauso wie ich. Also Nikolaiden, das war auch so eine Irrlehre damals, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich habe mich gefragt, warum bringt er den Satz jetzt danach noch? Das hätte er doch vorher mit an diese gute Liste anhängen können. Ich glaube, er will sagen, hey, ihr sollt keine so Wischiwaschi-Liebe haben bei euch in der Gemeinde, ne, die ihr alles so zudeckt. Ne? Die, wo man sagt, hey, ich spreche den anderen jetzt gar nicht an, obwohl er was falsch gemacht hat, weil ich habe den ja so lieb. Dabei hast du ihn gerade deswegen nicht lieb, weil du ihn nicht ansprichst und ihm helfen willst, da irgendwie besser zu werden, voranzukommen. Also Liebe heißt nicht Wischiwaschi-Liebe, sondern wenn du was liebst, musst du auch andere Sachen hassen. Und es geht hier nicht um die Personen, die dieser Irrlehre anhängen, sondern du verabscheust diese Praktiken, also diese Lehre an sich. Also du verabscheust das, was anderen Menschen schlecht tut, weil es sie letztendlich beraubt, weil es ihnen das wegnimmt, was uns allen so wichtig ist. Es nimmt ihnen das ewige Leben weg. Wenn Menschen dieser Irrlehre gefolgt sind, konnten sie nicht im wahren Evangelium glauben. Und deswegen hasst es Jesus so sehr. Und deswegen hebt er das hier so auch hervor und sagt, hey, das habe ich mich mit euch gemeinsam, dass ich das verabscheue, dass ich das hasse, heißt in der Elberfelder. Also Liebe heißt nicht Wischiwaschi-Liebe. Aber Liebe soll ernst sein. Und ich will nochmal zurückgehen zu diesem tu Buße und kehre um. Also was ist jetzt dran? Ne? Vielleicht ist es für dich dran zu merken, hey, ich habe vielleicht in meinem Leben sogar, ganz persönlich, nicht nur in der Gemeinde, hier hinten Probleme, aber ich habe die irgendwie versucht zu übertünchen, gar nicht anzugehen, sondern ich habe da Aktionen gemacht und diese Aktionen und so, wie gesagt, das ist alles schön und das können wir auch alles behalten, aber mehr so am Rand. Und Jesus sagt, hey, vielleicht ist es gut, wenn du das erstmal kurz wegnimmst, vielleicht auch mal eine Zeit sein lässt und hier hinten rangehst. Und es geht nicht darum, hier perfekt zu sein, mit dem Neid, mit den Missverständnissen, mit dem Streit, mit der Angst und so weiter, sondern es geht darum, dass du wieder verstehst, hey, ich bin dafür gestorben. Ich habe mein Leben dafür gegeben. Ihr müsst es nicht mehr machen in eurer Gemeinde. Ihr müsst euch nicht mehr die Frage stellen, hey, wer ist denn der Größte, wer ist denn der Coolste? Ich habe euch doch zu meinen Kindern gemacht. Ihr müsst doch niemanden mehr beneiden. Du bist Königskind. Du musst nicht mehr streiten, weil ich bin dafür gestorben. Ich will das wegnehmen. Du musst keine Angst mehr haben. Ich will dich trösten. Wir haben heute früh aus dem Psalm gelesen, ne? Eine feste Burg ist unser Gott. Psalm 59, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Herr Jesus will deine Zuflucht sein. Er will dir deine Angst wegnehmen. Er will das hier alles wegnehmen. Das heißt nicht, dass wir das jetzt ja, dass das alles nicht irgendwie mal wieder vorkommt. Aber Jesus möchte. Seine Zettelwirtschaft hier. Jesus möchte hier erkennbar sein. Jesus möchte in diesem Spiegel erkennbar sein. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es nicht in erster Linie, coole Aktionen zu machen. Unsere Aufgabe ist es nicht, coole Gottesdienste zu machen. Obwohl ich mag das alles sehr. Ich liebe gute Musik, ich liebe es, wie wir jetzt willkommen geheißen werden hier im Gottesdienst. Das ist total wertschätzend, total schön. Aber das alles sollte dazu dienen, dass in unserer Gemeinde Jesus sichtbar wird.
Und wenn dieser Jesus nicht mehr sichtbar wird, weil vielleicht ganz viel drum davor ist, an Pickeln und an Flecken, wie Paulus das beschreibt, weil wir die nicht mehr abgeben. Ne? Jesus sagt ja nicht mehr, das darf überhaupt nicht mehr vorkommen, sondern gib das immer wieder bei mir ab, bring das immer wieder ans Kreuz. Wenn das passiert, dass du neidisch geworden bist auf jemand anders, dann hast du jetzt die Möglichkeit, zu dem hinzugehen und zu sagen, hey, bitte vergib mir das. Und Gott hat dir das schon vergeben. Wir haben eine ganze Predigtreihe über Vergebung gehabt vorher. Das ist da, wo sich Liebe zeigt im Gemeindealltag. Dort ist, wo Liebe ausgelebt wird. Wenn Barmherzigkeit gelebt wird, wenn niemand mehr verurteilt wird, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr verurteilen, sondern wissen, hey, wir sitzen alle im selben Boot, dann wird Jesus sichtbar. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von meinem geschätzten ehemaligen Lehrer in Wiedenes, jetzigen Ex-Leiter und Schulleiter. Und er hat es letztens zur hauptamtlichen Tagung in Rehe so gesagt. Und ich möchte es euch einfach mitgeben, weil ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was mir wirklich wichtig ist, dass ihr das heute mitnehmen könnt. Was macht die Schönheit von Gemeinde aus? Was ist ihr Strahlen, ihr Glanz? Es ist ihre tiefe Freude darüber, leidenschaftlich von Jesus geliebt zu sein. Und die Energie, die daraus erwächst, diese Liebe an Menschen weiterzureichen. Diese Schönheit bleibt, auch wenn die Gemeinde älter wird. Sie bleibt auch, wenn Fehler passieren und Menschen scheitern. Sie bleibt, weil die Gemeinde in der Nähe von Jesus bleibt. Sie geht in dem Maß, wie die Gemeinde nicht mehr bei Jesus bleibt. Und es ist wieder diese Kinderstundenantwort. Ich weiß, manche werden wieder dort sitzen und dieser Karl erzählt wieder nur von Jesus und was, ne, mach's doch viel praktischer. Aber es kann nicht praktischer werden, als wenn wir Jesus in jeder Aktion, die wir in der Gemeinde haben, immer wieder in den Mittelpunkt stellen und fragen, hey, wie dient das diesem Ziel, dass Jesus groß gemacht wird? Hey, wie will ich Jesus groß machen? Wie will ich diese Gemeinde schön machen, indem ich Jesus groß mache in meinem Leben? Dass er wirklich sichtbar wird, wenn wir als Gemeinde in den Spiegel schauen, dass dort Jesus sichtbar wird, dass Jesus erkennbar wird, dass Jesus Auswirkungen hat. Und das wird letztendlich Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Und ich möchte dir einfach ein paar Fragen zur Reflexion mitgeben. Und ich habe bewusst die Überschrift Reflexion gewählt, ne? Weil wenn wir in den Spiegel gucken, wird dort was reflektiert. Ne? Also wir müssen ab und zu in den Spiegel schauen und zu gucken, hey, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Wie sieht es denn in unserem Leben als Gemeinde aus? Und wir sollten uns wirklich jeder für sich persönlich, aber auch gemeinsam die Frage stellen, sind wir als Kirche ein Spiegelbild der Liebe von Jesus? Erkennt es unser Umfeld aus uns heraus, aus unserem Leben, wie wir miteinander umgehen? Dass es bei uns um Jesus geht und dass wir von Jesus geliebt sind. Weißt du ganz persönlich, dass du zutiefst, wirklich zutiefst von Jesus geliebt bist? Weißt du das und bist du dir das? Machst du das immer wieder bewusst? Ne? Ich weiß nicht, wie viele heute Morgen beim Abendmahl da waren und sich das bewusst gemacht haben oder wie du dir das in der Woche bewusst machst, egal an welchem Tag, egal in welcher Form. Machst du das? Wie stehst du diesem Spiegelbild mit deinem Ego im Weg? Ne? Weil du sagst, hey, mein Neid ist mir viel wichtiger. Mir ist viel wichtiger, dass durchgesetzt wird, welche Form von Musik ich cool finde. Mir ist wichtiger, dass meine Art zu predigen die einzig wahre und richtige ist. Und so weiter. Ne? Setzt euren Punkt ein. Ich will hier niemanden herausgreifen. Ich glaube, wir haben alle unsere Punkte. Vielleicht stehst du auch dem Spiegelbild mit deinem Ego im Weg, weil du sagst, hey, ich putze die Gemeinde viel besser als alle anderen. Und alle anderen haben auch so zu putzen. Keine Ahnung, was bei dir das Problem ist. Bitte, Jesus sagt dort, kehr um, tu der Buße. Was ist dein nächster Schritt zur ersten Liebe? Wo musst du Buße tun? Wo musst du einfach umkehren? Wo fängst du an und sagst, hey, ich will diese Eitelkeiten lassen. Ich will das wirklich lassen. Ich will das weghauen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich bringe das vor dich zum Kreuz, Jesus. Und ich entschuldige mich auch dafür, wo ich eitel war. Und ich versuche es in Zukunft nicht mehr zu sein, weil ich dir da nicht, deiner Liebe nicht im Weg stehen will, wie sie das Umfeld bei uns verändert, wie Menschen wirklich Jesus finden, weil Jesus sichtbar wird in unserer Gemeinde. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, hey, bei mir steht wirklich die Frage, weißt du dich von Gott zutiefst geliebt im Mittelpunkt, weil du sagst, hey, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht
bist ja auch das erste Mal hier, keine Ahnung, und denkst, hey, wovon reden die hier, Gemeinde? Ich habe Kirche immer nur als negativ wahrgenommen. Wir hatten letztes Jahr ja diesen Life is More Bus Einsatz am Kreisverkehr. Und wir haben dort mit so vielen Leuten geredet und so viele haben gesagt, ich bin enttäuscht von Kirche. Und glaub mir, ich will das nicht mehr. Ich will nicht, dass Leute sagen, hey, ich bin enttäuscht von Kirche. Sie dürfen enttäuscht sein von uns als Menschen, aber sie sollen merken, hey, wir als Kirche leben diese Liebe zu Jesus. Wir sind wirklich, wissen uns von diesem Jesus geliebt und gehen auch so miteinander um. Wir vergeben uns, sind da barmherzig, gehen aufeinander zu, ermutigen uns auch. Und vielleicht bist du so jemand, der da vielleicht auch Ermutigungen erlebt hat und sagst, hey, eigentlich bin ich enttäuscht von Kirche. Dann lässt du sagen, hey, Jesus ist auch für dich gestorben. Er liebt auch dich. Er möchte auch dich retten. Und das alles, was ich erzählt habe, was für uns gilt, geht letztendlich auch für dich, wenn du das glaubst. Und lass dich einladen, Kirche anders zu erleben. Wir möchten uns Mühe geben, denke ich, wir alle, dass wir so eine Gemeinde werden, die Jesu Liebe ausstrahlt, auch wenn wir da ab und zu Fehler machen. Ich glaube, es kommt da wie immer aufs Herz an. Und ich möchte euch einfach gemeinsam einladen, dass wir so eine Gemeinde immer mehr werden. Ich denke, wir sind es in vielen Punkten. Und das sollte jetzt kein Rundumschlag sein und sagen, hey, ich finde unsere Gemeinde furchtbar und es muss alles anders werden. Aber mir ist wichtig, dass wir immer wieder in diesen Spiegel schauen und gucken, ist es da noch im Zentrum oder schleicht sich da gerade irgendwas vor Jesus? Ist da irgendwas auf dem Weg, Jesus gerade zu verdecken in unserer Gemeinde? Und ich möchte noch gemeinsam mit diesem Gott reden, der uns so sehr geliebt hat, und bitte euch einfach dazu aufzustehen. Vater, danke, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass er für uns gestorben ist. Und wir können das gar nicht groß genug machen und uns nicht genug immer wieder erinnern, weil das ist nicht nur einfach irgendwas, was du gemacht hast, weil du einen Fehler wieder gut machen wolltest. Das hast du nicht gemacht, um deine Ehre wiederherzustellen, sondern du hast es allein aus Liebe und Barmherzigkeit uns gegenüber gemacht. Du hast uns so sehr geliebt. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir diese Liebe um uns spüren, dass wir das wirklich in unserem Alltag begreifen, wie sehr du uns liebst und dass diese Liebe aus unserem Leben herausstrahlt, weil wie wir so ein Spiegel sind, der dich einfach reflektiert, der deine Liebe reflektiert und an andere weitergibt. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass es in unserem Alltag, auch in unserem Alltag als Kirche, als Gemeinde Realität wird, dass Liebe aus uns herausströmt, weil du uns so sehr liebst. Bitte hilf du uns dabei, umzukehren, wo es gerade dran ist. Bitte prüf da unsere Herzen. Stoß du jeden Einzelnen von uns heute drauf. Hey, da ist es dran, mit dir Frage zu stellen. Wo ist bei mir was dran? Wo muss ich Buße tun? Wo muss ich umkehren? Und bitte hilf uns dabei, auch einen Weg zu gehen, der diese Sachen dann sein lässt. Und ja, dein Leben, dass wir einen Lebensstil prägen, der dich einfach groß macht, der einfach diese Liebe von dir widerspiegelt. Danke, dass du das alles für uns tust und dass du auch da bei uns an unserer Seite bist. In Jesu Namen. Amen.